Hallo und herzlich willkommen zurück. In unserem letzten Video haben wir ja über unsere Erfahrungen mit Freundschaften und Erwachsenwerden gesprochen. Heute geht es einen Step weiter, nämlich um die erste Liebe, den ersten Freund, die erste Freundin, der erste Kuss. Das sind alles Themen, die beim Erwachsenwerden aufkommen und die nie einfach sind. Aber wenn dann noch eine Behinderung dazu kommt, macht es das nicht unbedingt leichter. Mit so 12, 13, 14 hatten meine Freundinnen ihren ersten Freund. Ich nicht. Ich war die Älteste, aber die Kleinste und fühlte mich auch immer so. Also ich fühlte mich klein und habe sie beneidet darum, dass sie eben einen Freund haben, der sich um sie kümmert. Und das hatte ich eben nicht und das habe ich natürlich vermisst. Ich habe mich im Vergleich zu meinen Freundinnen unattraktiv gefühlt, behindert. Anders wie ein Außenseiter. Leider all das relativ lange. Also es hat wirklich so bis Ende der Pubertät gedauert, bis ich gemerkt habe, so Moment mal, das ist doch Bullshit. Ich sehe doch gar nicht so schlecht aus. Ich bin auch hübsch. Diesen Twist, den hat es echt gebraucht, weil ich danach einfach anders mich selber wahrgenommen habe und dadurch das auch ausgestrahlt habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf, wenn man sich selbst mag. Und das heißt nicht, dass ihr irgendwie alles an euch toll finden müsst, aber wenn ihr mit euch selbst im Reinen seid und wisst irgendwie so, ach, das finde ich schön an mir und das gefällt mir, und wenn ihr das ausstrahlt, nur dann kommt das auch zurück. Denn wenn ihr denkt so, ach, ist alles scheiße und alles doof und ich bin eh unsexy und niemand mag mich, ja, dann strahlt ihr das auch aus. Und wer soll ich dann ansprechen? Warum? Klingt so ein bisschen nach Poesiealbumspruch, aber es ist echt wahr. Über all diese negativen Gefühle konnte ich damals mit meinen gleichaltrigen Freundinnen irgendwie nicht wirklich reden. Ich hatte das Gefühl, sie können es nicht nachvollziehen, weil sie eben keine Behinderung haben und es sich ja in meinem Kopf alles nur um diese Behinderung gedreht hat. Also, dass ich keinen Freund hatte, das lag nur daran, dass ich ja behindert bin und niemand das sexy findet und abstoßend und weiß ich nicht was. Das konnten sie halt als nicht behinderte Freundin eben nicht verstehen. Mit 14 hatte ich dann eine OP und mit mir im Zimmer war ein junges Mädel, die war 5 Jahre älter als ich. Und dieser Austausch hat mir damals sehr, sehr viel gebracht. Da war einfach jemand, der also wie eine große Schwester war, die verstanden hat, was so für Schwierigkeiten es gibt. Ich glaube, die hatte da auch im Krankenhaus Flirt, ich bin mir nicht sicher. Aber allein zu sehen, dass sowas geht, war für mich ja zu dem Zeitpunkt total undenkbar. Und dann so, ah, okay, alles klar, es geht doch. Die ist Auto gefahren, die hatte einen Job, eine Ausbildung. Und das war so ein bisschen so ein Ausblick, so ein Vorbild für mich. Und das war total wichtig, weil ich das eben in meinem Alltag nicht hatte. Da waren alle Freundinnen nicht behindert und mit denen konnte ich halt darüber nicht reden. Als ich so 13 war, würde ich sagen, da fing das mit dem Internet erst richtig an. Das war noch vor Facebook, vor MySpace. Da habe ich mich dann auch mit Jungs ausgetauscht, habe da dann auch einen irgendwie getroffen. Ich habe nichts von meiner Behinderung gesagt. Und dachte noch so, oh, wenn der dann sieht, dass ich klein bin und komisch laufe und diese Krücken habe und oh Gott, dann findet er mich bestimmt total doof. Nach dieser Begegnung habe ich mich nicht mehr gemeldet und er fragte dann, habe ich irgendwas falsch gemacht? Warum meldest du dich nicht mehr? Unterm Strich war es so, dass es bei mir jetzt nicht so wirklich Klick gemacht hat, aber bei ihm offenbar schon. Also eine ganz neue Erfahrung, dass es nicht immer nur so sein muss, dass ich jemand toll finde und der mich nicht, sondern dass es auch andersrum geht. Das ist natürlich schon irgendwie fürs Selbstbewusstsein irgendwie wichtig, dass ich gemerkt habe, ich bin durchaus schon begehrenswert und das, obwohl ich eine Behinderung habe, was ich ja dachte, wäre ein Ausschlusskriterium. War es nicht. Mit 19 hatte ich dann endlich meinen ersten Freund. All das Drama vorher war vergessen, denn ich hatte diesen Typen, ich war total verknallt. Wir haben uns auf dem Konzert kennengelernt, er hat mich angesprochen.
war voll mein Typ, weil total zu tätowiert und ein cooler Punkrocker. Und es hat sich herausgestellt, dass der auf mich stand. Das war einfach so, boah, krass, Alter. Also ich muss mich nicht mit dem Nächstbesten abfinden, der sich erbarmt, mit dieser behinderten Frau zusammen zu sein, sondern nee, das ist ein Typ irgendwie, mit dem ich mich selbst verknallt habe und der dann eben auch auf mich stand. Es war aber natürlich total schwierig für mich. Wenn ich bei ihm übernachtet habe, habe ich die Katheter nicht in den Müll getan, sondern die gleich wieder mit nach Hause genommen, damit er die nicht sieht. Er hat es natürlich trotzdem mitbekommen. Oh nein, wie unangenehm, wie peinlich. Tatsächlich war er aber Intensivpfleger und hatte mit hochgelähmten Patienten zu tun und wusste genau, was ein Querschnitt bedeutet. Aber wirklich darüber gesprochen haben wir nicht. Nach so einem Jahr war dann Schluss mit der Beziehung. Er hat Schluss gemacht. Mein Herz war gebrochen, extremst. Ich dachte, ich werde nie wieder jemanden kennenlernen, der so toll ist, der sich erbarmt, mit mir zusammen zu sein, der damit klarkommt mit dieser Behinderung und ich werde für immer alleine sein. Das hat echt lange gedauert, bis ich darüber hinweg war. Mir ging es gar nicht gut in der Zeit, also ich habe richtig gelitten und habe immer noch gehofft, na, vielleicht kommen wir doch wieder zusammen. Und es brauchte da erst so einen Klickmoment, wo ich gemerkt habe, es gibt auch noch andere Typen, auch von denen könnte sich jemand für mich interessieren. Auf zu Freund Nummer 2, auch eine Fernbeziehung, auch er wusste nichts, was meine Behinderung beinhaltet. Also ich meine, dass ich mit Krücken gelaufen bin, ist ja irgendwie obvious. Dadurch, dass es eben eine weitere Entfernung war, war ich dann, wenn ich da war, meistens 4-5 Tage da. Das heißt, ich musste auch mal kacken und das war gar nicht so leicht, weil das war schon so 1-2 Stündchen dauern kann und dann kannst du ja schlecht sagen, Schatz, geh mal einkaufen, ganz, ganz, ganz lange. Und dann schnell auf Klo gehen. Das heißt, das hat mich mega gestresst. Es war einfach immer nur Brainfuck und ich habe es gelassen und gehofft, dass es gut geht. Aber auch diese Beziehung war irgendwie jetzt nicht so wie die erste, wo ich einfach total verknallt war und oh Gott, und dieser Typ, wenn der mich jetzt, wo er mich verlassen hat, werde ich nie wieder glücklich. Sondern mir war, glaube ich, unterbewusst schon ziemlich schnell klar, nee, so ganz passt es nicht. Aber vielleicht brauchte ich auch das mal, weil ich eben vorher diejenige war, die verlassen wurde, in dem Fall auch mal die andere Seite kennengelernt habe und auch mal sagen konnte, sorry, nee, möchte ich nicht mehr. Als ich dann diese Beziehung beendet habe, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich kann sagen so, ich bin frei. Und das war auch eine gute Erfahrung. So, nach Freund Nummer 2 ging es mir eigentlich echt gut mit dem Single-Dasein. Ich war jetzt nicht traurig, dass ich alleine war und hatte nicht das Gefühl, oh Gott, ich werde nie wieder jemanden finden, sondern fand es eigentlich ganz cool, dass ich mich mit niemandem absprechen musste. Ich hatte ein paar Dates, aber nichts Ernstes oder so und hatte jetzt irgendwie gar kein Bedürfnis, eine neue Beziehung zu starten. Dann habe ich mich aber für den Rollstuhl entschieden und kurz darauf bin ich zu einem Skate-Workshop gegangen. Und da habe ich David kennengelernt. Das bin ich. Den mag ich. Ich war zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich gar keine Beziehung und es hat aber einfach gefunkt. Und dann das haben angeblich alle gesehen auf diesem Workshop, nur wir nicht. Ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht. Also das haben sie aber auch erst im Nachhinein gesagt. Also da ja, also es war vor allen Dingen halt auch für uns beide die erste Beziehung, wo eben Partnerin oder Partner eben auch eine Behinderung haben. Ich hatte nach meinem Unfall eben auch schon eine Beziehung gehabt, also auch ich mit Behinderung, Partnerin nicht. Und es ist schon was anderes. Und ich dachte halt direkt, hey, Lisa hat ja auch eine Behinderung, da brauche ich mich jetzt gar nicht verstecken. Anscheinend war ich da doch ein bisschen zu forsch. Dann ist ja nochmal gut gegangen, ne? Aber war ein bisschen too much, too early. Ja, also ich habe ja auch im letzten Video schon gesagt, dass ich eben da relativ offensiv mit umgegangen bin und da eigentlich nie einen Hehl draus gemacht habe. Und gerade bei Lisa dachte ich halt eben, der eine Behinderung hat, erkennt das. Ja, aber das sind ja jetzt keine Dinge, die ich an meiner Behinderung total super finde, sondern auch eher so,
niemand so genau wissen. Und das war aber auch ein Lehrprozess. Also ich glaube, das war auch mit ein Grund, warum ich das bei mir besser akzeptiert und als Teil von mir eben wahrgenommen habe. Weil es eben nicht mehr ist, was ich nur mit mir selber ausmache, mit dem ich, worüber ich mit niemandem sonst spreche, sondern das war auf einmal ein Thema. Und es war auch auf Augenhöhe ein Thema. Und also bis wir über Skat gesprochen haben, das hat dann schon noch ein paar Monate gedauert. Also das war dann. Vielleicht müssen wir noch mal ein kleines bisschen zurückspulen. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch vergleichsweise wenig Erfahrung mit meinem Leben mit Behinderung. Denn ich hatte meinen Unfall ja erst mit 21. Und das wiederum heißt, dass ich eben Erfahrungen mit Beziehung, mit Liebe, mit Sexualität schon vor meinem Unfall gesammelt habe. Und dass das dann auf einmal komplett anders war. Das hat sich auch im Potenzproblem gezeigt, womit ich erstmal ein Riesenproblem hatte. Tatsächlich hat mich das mehr beschäftigt zu dem Zeitpunkt, als irgendwie, dass ich jetzt im Rollstuhl sitze, nicht mehr laufen kann. Noch in der Reha hatte ich tatsächlich eine Freundin gefunden. Allerdings hatte die keine direkte Behinderung, sondern war wegen einer anderen Sache in der Reha. Da hatte ich dann meine erste echte Beziehung wieder und konnte sozusagen meine ersten Erfahrungen sammeln. Dadurch, dass das aber noch in der Reha war, war das halt nicht so krass mit, also sie wusste Bescheid, sie wusste, ich bin in der Reha, ich sitze im Rollstuhl. Guess what? I'm disabled. Da brauchte ich nichts verstecken. Anders war es das schon, als ich wieder aus der Reha raus war. Ein junger Mann in Berlin, ab in die Clubs. Und meine ersten Flirtversuche waren tatsächlich gar nicht mal so unerfolgreich. Tatsächlich habe ich es, also zumindest im ersten Moment, eigentlich hatten sie keinen Erfolg. Aber in den Berliner Clubs war es so, dass ich eigentlich als tanzender Rollstuhlfahrer einfach aufgefallen bin. Hey, ich habe immer einen Sitzplatz dabei, ne? Setz dich doch. Total bescheuert, hat aber immer wieder geklappt. Das ist echt peinlich, ne? Ja. Gut, dass aber du den bei mir nicht gebracht hast. Du hast ja schon gesessen. Ja, zum Glück. Ja, und so habe ich halt meine ersten Erfahrungen in Berliner Clubs als flirtender Rollstuhlfahrer machen können. Mehr ist daraus eigentlich nie geworden. Aber auch die Flirts, die haben natürlich mein Selbstbewusstsein gepusht und haben mir einfach auch gezeigt, ey, auch als Rollstuhlfahrer bist du immer noch in the game. Du bist immer noch ein sexuelles Wesen. Oh yeah. Du kannst dich vor allen Dingen immer noch interessant machen. Also wenn man es schafft, dass bei einem Flirt dein Gegenüber nicht sofort abhaut. Ey, ist doch schon mal gut. Das sind, ich meine, ja. Steckst du deine Ziele halt so, dass du sie erreichst. Aber so gerade, also weiß ich, ich war nie so der erfolgreiche Frauenheld oder irgendwie, also auch vor meinem Unfall habe ich das irgendwie nicht geschafft. Von daher war das so, oh krass, sie tanzt mit mir, sie haut mich sofort ab und nimmt mit mir noch einen Drink. Erfolg, yes! Ja, dass denn keine Beziehung und nichts mehr draus geworden ist, ja, egal. So. Wir haben das ja auch schon thematisiert, dass ich eben immer sehr direkt war mit den behinderungsspezifischen Themen. Mhm. Und so kam es dann eben schon mal, dass ich eben mit so einem, ja, mit einem erfolgreichen Flirt aus einem Berliner Club gekommen bin. Und dann war ich vielleicht doch zu direkt und habe sie verschreckt irgendwie damit, dass ich ja halt gesagt habe, so, ich muss jetzt erstmal auf ein rollstuhlgerechtes Klo kathetern und sonst pinkel ich mich ein. Ja. Ist halt nicht so sexy. Nee. Deswegen, vielleicht ist es nicht immer die beste Taktik. Ich hab's ja gesagt. Ja, so kam es halt, dass eben mit Lisa dann eben auch, sogar sie sagt, dass ich ja noch zu direkt war. Obwohl ich eben dachte, als Frau mit Behinderung kann sie das auf jeden Fall ab. Aber vielleicht muss man da doch eben etwas sensibler sein. Ja, sich vielleicht zumindest so Zeit bis zum zweiten oder dritten Date nehmen und nicht gleich sofort mit der Tür ins Haus fallen. Machst du es etwa beim ersten Date schon? Ja, klar. Also vom Katheter erzählen. Was hast du denn gedacht? Auch zu diesem Thema haben wir von euch Fragen bekommen über Telonym. Das geht ganz anonym, das könnt ihr auch in Zukunft noch machen. Und bekommen haben wir unter anderem diese Frage. Wie und wann spricht man das Thema an, wenn man jemanden neu kennenlernt? Ja, schwierig, ne?
Ja, aber du hast ja schon gesagt, dass du das immer eher so versteckt hast und geheim gehalten hast und eigentlich eher gar nicht angesprochen hast. Ja, eigentlich habe ich es nie gesagt. Ich war halt dagegen immer sehr offensiv und ich glaube, so den perfekten Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht unbedingt. Aber das haben wir ja gerade auch schon festgestellt, vielleicht nicht gleich beim ersten Date. Vielleicht zwischen uns ist die Wahrheit. Du sollst es schon nicht komplett verheimlichen, aber man muss es auch nicht gleich, man muss sich gleich mit der Tür ins Haus platzen. Wenn ihr euch bereit fühlt und ihr genug Vertrauen habt, dann solltet ihr darüber sprechen. Es hilft natürlich schon, wenn man ein gewisses gegenseitiges Vertrauen hat, wenn der Partner oder die Partnerin von den Besonderheiten, die Linderung so mitbringt, eben weiß, dann kann man sich da eben auch mehr fallen lassen. Wenn man es nicht verstecken muss, kann man einfach mehr man selbst sein. Und das hilft der Beziehung am Ende auch. Also auch wenn es nicht den perfekten Zeitpunkt gibt, ihr müsst einfach zusammenschauen, wann dieser Zeitpunkt sein könnte, einfach drüber sprechen. Und wenn ihr vielleicht merkt, dass der Partner oder die Partnerin da sich vielleicht auch nicht traut, man muss den ersten Schritt tun. Zusammenfassend würde ich einfach sagen, der größte Unterschied unserer Beziehung im Vergleich zu vorherigen ist einfach die Offenheit und dass der andere einfach alles weiß und jedes noch so unschöne Detail kennt. Und das einfach sehr, sehr viel Freiheit und Vertrauen bedeutet. Es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ihr jetzt nur glücklich werdet mit einem Partner oder einer Partnerin, auch mit Behinderung. Das gibt genug Beispiele von Paaren, wo nur einer behindert ist und der andere nicht. Das geht schon, aber es ist halt wirklich wichtig, dass früher oder später echt die Karten auf den Tisch kommen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ist das schön und gut, was Lisa und David da erzählen, aber ich bin verdammt nochmal 15 Jahre alt und fühle das alles nicht, das ist okay. Das kann auch eine Weile so gehen, aber glaubt mir, früher oder später werdet auch ihr jemanden finden. Und wichtig dabei ist wirklich, wie ich schon gesagt habe, die Ausstrahlung. Ihr müsst einfach was finden, was ihr gut findet an euch. Und wenn ihr das ausstrahlt, dann kommt das auch zurück. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal. Und hier könnt ihr euch nochmal das vorige Video über Freundschaft angucken. Und hier im nächsten Video, da geht es ums Pissen und ums Kacken.